Hallo, ich lese Haut und Haare. Das ist das Kapitel, erste farbige Kapitel aus Medikamente im Test. 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. So sieht das Buch aus. Es geht um Akne und es werden Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen vorgestellt, die zur Behandlung von Akne geeignet sind, und ich bin angekommen auf der Seite 21 bei Antibiotikum und Zink in Klammern äußerlich. Antibiotikum und Zink in Klammern äußerlich. Das Antibiotikum Erythromycin tötet die Entzündungsbakterien in Aknepickeln ab. Zink trocknet die Haut aus und wirkt leicht antibakteriell. Es soll das Abheilen von Knötchen und Pusteln fördern. Erythromycin und Zinkdiacetat. Mit Einschränkung geeignet bei leichter bis mittelschwerer Akne, nur zur zeitlich begrenzten Anwendung, wenn geeignete Mittel zum Auftragen nicht ausreichend wirken. Es entstehen leicht Hautreizungen und Resistenzen. Die Kombination kann bei leichter bis mittelschwerer Akne eingesetzt werden. Es besteht dabei aber die Gefahr, dass die Bakterien rasch gegen das Antibiotikum Erythromycin unempfindlich werden, insbesondere bei langfristiger Anwendung. Wichtig zu wissen: Nach etwa 4 bis 6 Wochen sollte sich die Haut schon gebessert haben. Das Mittel sollte aber nie länger als 8 bis 12 Wochen angewendet werden, um eine Resistenzbildung zu vermeiden. Weitere wichtige Angaben zur Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit finden Sie unter Antibiotika äußerlich, siehe Seite 19. Es geht weiter mit Acelaidensäure in Klammern äußerlich. Tschüss.